Ein schnurriges Willkommen zu Panti spielt Half-Life 1. Wir sind in Xen in einer komischen Fabrikanlage, sind durch eine Art Luftschacht gekrabbelt und sind kurz davor, uns hinunterfallen zu lassen. Und dass da Protigons, also die grünen Strahlschießdinger, sind. Wahrscheinlich muss ich hier nachgeladen und ich habe nicht mehr viel.
wirklich. In den richtigen Moment des Abspringens zu finden. So. Dann hängt man irgendwo fest, bewegt sich so komisch schnell. Das ist nicht so schnell. Thank you.
das hochzukommen, muss ich. Nicht speichern. Nicht speichern. Laden. Arg. Das ist richtig. Tatsächlich eben einfach versucht, ob ich hier. Man sieht hier übrigens diese Sprünge, die etwas buggy sind. Scheint seine Lebensenergie zu sein.
Solange der sich bewegt, kann ich den nicht treffen. So, mit den Dingern hier. Aber jetzt war er in der Nähe von der Wand und da prallen die von ab. Jetzt ist eigentlich die spannende Stelle gekommen. Könnte ich ihn jetzt sehen. Und zwar. Super. Reinschließen, Granate reinwerfen oder so, und das besiegt ihn. Müsste eigentlich noch rumfliegen? Ja, so. Aus. Eigentlich sollte ich das jetzt über ihn befördern, sodass ich direkt so und dann sollte ich allein. Ist hier wieder Lebensenergie. Es kann sein, dass es tatsächlich das Level für die Sette heute so habe ich ihn gespeichert. Versteckt.
hier mal speichern, gucken. Das ist ja ganz ähnlich, nicht irre. Der letzte Versuch. Wie gesagt, dadurch, dass diese Dinger am Boden glitschen. Jetzt tut es mir leid. Ich versuche es nochmal tatsächlich. Jetzt muss ich jetzt hier hinter den. Erst einmal hier hinter. Um sicher zu sein. Oh.
halt interessant, man hört jetzt die Waffe gar nicht mehr. So. Mir leid. Ich werde euch jetzt noch das Ende zeigen, indem ich einfach cheate, damit ihr zumindest eben das Ende seht. Wir schalten also die Cheats an. Und jetzt muss einmal geladen werden, was hiermit passiert. Und jetzt, ich glaube, jetzt sind wir im Gott-Modus. Ich bin einfach... Und jetzt fliegen wir einfach mal hoch. Wir können einfach hier hochfliegen. Gordon Freeman in voller Glorie. Oder sagen wir besser im Schutzanzug. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen Ihre Waffen abzunehmen. Die meisten davon sind ohnehin Regierungseigentum. Was den Anzug anbetrifft, da würde ich sagen, dass Sie sich den redlich verdient haben. Die Grenzwelt Zen wird dank Ihnen jetzt wieder von uns kontrolliert. Ziemlich hartes Stück Arbeit, was Sie da geleistet haben. Ich bin beeindruckt. Laufen.
Und aus dem Grund bin ich auch hier, Mr. Freeman. Ich habe meinen Arbeitgebern ihre Dienste empfohlen und wurde daraufhin beauftragt, ihnen einen Job anzubieten. Sie sind mit mir einer Meinung, dass sie über ein fantastisches Potenzial verfügen. Sie haben bewiesen, dass Sie ein entschlussfreudiger Mensch sind. Also dürften Sie meiner Meinung nach keine Probleme haben, zu entscheiden, was Sie tun möchten. Wenn Sie interessiert sind, treten Sie einfach in das Portal. Ich werde das da andernfalls? Tja, kann ich Ihnen einen Kampf anbieten, bei dem Sie keine Chance auf Sieg haben? Wäre eine ziemlich herbe Enttäuschung nach allem, was Sie gerade überlebt haben. Gespeichert. Wir gucken uns natürlich erstmal an, den Kampf, bei dem... Sie sollten jetzt Ihre Wahl treffen. Wir warten also, sodass wir uns entscheiden. Treffen Sie Ihre Wahl. Ich habe meine Wahl getroffen. Also das Spiel. Tja, wie es aussieht, werden wir wohl nicht das Vergnügen haben, miteinander zu arbeiten. Pech, Mr. Freeman. Und nehmen das Angebot an, denn tatsächlich die Story von Hafen. Sie sollten jetzt Ihre Wahl treffen. Eine kluge Entscheidung, Mr. Freeman. Ich sehe Sie dann oben. Wartet auf Auftrag. Und das, liebe Freunde, ist Half-Life 1 gewesen. Wie gesagt, ich habe das jetzt unter anderem vor allem gespielt, weil dieses Spiel in einer Art, also aus meiner Sicht, oder wie ich es empfunden habe, damals eine Art Revolution gestartet hat, dass Ballerspiele auch so eine Story haben können. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass das Spiel einen sämtlichen Multiplayer hatte und dann einen sämtlichen Mod dafür namens Counter-Strike. In dem viel kompetitiv gespielt wurde, denke ich mal immer noch wird sogar, Ligen und so weiter, also richtig sportmäßig, und das heißt, dann haben wir da sehr stark auch geguckt, dass nicht gecheatet wurde. Doch ich finde, der Qual für irgendwann hergegangen ist, wer es Software gemacht hat, so Cheats-Software, die mit dem korrekte Version zu unterbinden, weil man das da jetzt so auf, also das hat wirklich klasse, dass das alle Spiele geknackt, und dann schon verteilt, das zu unterbinden, ist ja irgendwann hergegangen, haben eine kleine Software gebaut, die prüft, ob das Spiel eine echte Version ist, ein Kopierschutz, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit bietet, das Spiel dort, wenn man es gekauft hat und den CD-Key eingegeben hat, hat die Software gewusst, okay, du besitzt das Spiel, dann konntest du es auch jederzeit runterladen und installieren. Irgendwann später konnte man das Spiel sogar in der Software kaufen, und mittlerweile ist die Software mit dem Namen Steam, das ist tatsächlich genau das Programm, um das es geht, eine der größten Spieleplattformen überhaupt. Das ist somit ein Ding, und das hat alles mit Half-Life angefangen. Gleichzeitig, wie gesagt, Story in Ego-Shootern, gute Story in Ego-Shootern, für mich der Punkt, ab dem Ego-Shooter wirklich Spaß gemacht haben. Ja, und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Die Reihe geht tatsächlich noch weiter, und zwar geht es nächste Woche direkt nahtlos weiter mit Half-Life Opposing Force, was ein Spiel ist, was quasi die Sicht oder das Spiel aus der Sicht der, der Soldaten, die Freeman hier töten wollten, ist. Das heißt, man spielt einen von den Soldaten. Das war damals, hat man gesagt, das war der zweite Teil, war aber ein
Add-on, das heißt, man konnte es damals nicht ohne Half-Life spielen, wenn ich mich nicht irre. Es nutzte nämlich die Engine mit, das war quasi wie ein Mod für Half-Life aufgebaut. Man hat, ich weiß noch genau, man hat Half-Life gestartet oder die Verknüpfung war, dass die Executable von Half-Life gestartet wurde mit einem Parameter Game gleich Gearbox, denn Opposing Force hat Half-Life zusammen mit einer Firma namens Gearbox oder Subunternehmen oder wie auch immer das war. Ich habe das damals so empfunden, das war die Firma, weiterentwickelt oder mitentwickelt. Und das schauen wir uns nächste Woche an. Wie gesagt, Half-Life 1 hiermit zu Ende. Wir haben gesehen, dass Gordon Freeman die Wahl hatte und nächste Woche eben das Schicksal eines der Soldaten. Und daher sage ich jetzt erstmal ohne viel Umschweife, ciao, miau.